Servus, grüß euch. In diesem Video zeigen wir euch unseren kompletten Tankumbau, den wir gemacht haben, weil wir eine neue Biotoy eingebaut haben und deswegen den Fäkaltank nicht mehr brauchen. Wir zeigen euch in diesem Video, wie die Tanks umgebaut werden bei der Firma FT Design, helfen natürlich mit. Wir haben dafür 2 Tage in der Werkstatt übernachtet, in unserer Maria. Es war sehr interessant, wie man Tanks baut, haben wir vorher noch nie gesehen. Sebastian, der Juniorchef, hat uns hier eine Top-Arbeit abgeliefert. Danke. Gut, wir sind bei FT Design Tankologie angekommen und wir müssen jetzt mit der Maria da hinein. Peter, Sebastian, stellvertretende Geschäftsleitung. Ja, wir bauen hier in dem Auto jetzt die Tanks aus, werden sie umbauen, was generell kein Problem ist, auch wenn Tanks fertig sind, da nochmal was zu ändern. Ja, und wichtig ist es immer, gereinigt die Tanks zu bringen, wenn was umgebaut wird. Als erstes muss ich jetzt die Garage ausräumen. Man hat ja ganz schön viel Sachen mit, aber Werkzeug kann man nicht genug haben. Ich habe in der Maria alles so gemacht, dass man es auch wieder zerlegen kann. Das macht sich jetzt bemerkbar. Das war eine gute Idee. Auch übers Bett, da habe ich eine Klappe eingebaut, damit ich da schön zu den Sensoren komme und natürlich zu den Tanks. Ich muss das jetzt nachvertonen, weil aus irgendeinem Grund der Stecker nicht in der Kamera drinnen war. Ich habe zu Hause schon alles hergerichtet, beschriftet, damit ich es nachher dann wieder leichter zusammenfügen kann und natürlich alles mit Vakuumklemmen. Ein bisschen mehr Gewalt? Ja, genau. Aufpassen, dass der Wettel von der Die alten Ventile sind die einzigen, die ich zerschneiden muss. Die sind nicht so gut gewesen. Da kommen jetzt neue und bessere. Hier habe ich unten bei den Tanks die Auslassschläuche auch flexibel gemacht, weil sonst hätte ich die ja nie wieder rausbekommen. Das Ausbauen der Tanks ist ziemlich schnell gegangen. Ich glaube, 1,5 Stunden waren wir fertig. Hebst du hin, weil ich kann hinten oder mit dem. Ach, da habe ich auch noch einen. Wir haben die Tanks dann noch extra durchgespült. Habe ich zwar zu Hause auch schon gemacht, aber sicher ist sicher. Der große Tank und der wird jetzt genommen, der Boden angeschnitten. Ja. Und so gekippt und zusammengekippt. Im Prinzip wie. Achso, dann hast du so einen großen und dann geht der kleine Nein. so. Im Prinzip Nein. so, ne? Ja, schon, aber der wird angeschnitten, der große dann, dass das auch eben ist. Im Prinzip so liegen dann, ne? Und der andere kommt unten dagegen. So da drauf, genau. Genau. So, jetzt wird gerade besprochen, wie wir das alles am besten aufschneiden. Aber wir kriegen das schon hin. Da habe ich das jetzt nicht so verstanden, wenn du den umkippst, dann hängt der da dran. Auf einer Seite dran. Ja, dann hängt der da dran, wenn du jetzt auf die Seite umdrehst. Ja. Dann brauchst du auf der Seite gar nichts machen, das hier drehst hier raus, weil das ja dann deine Schwalbe, oder beziehungsweise für deine Schwalbe, braucht gar nichts rausdrehen. Beste Maschine!
Festool. Jetzt wird ein Tank nach dem anderen zersägt. So, jetzt werden alle Löcher, die vorher irgendwelche Einlässe waren, sind gefräst worden und werden jetzt verklebt. Der und auch der. Und nachher dann wird das alles neu gemacht. Was da jetzt? Im Prinzip drehen wir aus Vollmaterial passende Scheiben. Die schlagen wir ins Loch rein und verschweißen es. Dann ist das Loch zu. Aha, super. Wir drehen mit den externen Mikrofonen von Röder, sind sehr zufrieden, aber den Produktionslärm im Hintergrund, den können wir leider nicht wegbekommen, außer man ist Tontechniker und kennt sich da noch besser aus. Sebastian macht hier eine Phase in die Löcher hinein, damit sie nachher gut verschweißt werden können. Und so schaut es dann aus, wenn das dann geschweißt ist. Und jetzt wird es dann noch schön abgefressen, und abgekühlt ist. Hier wird mit einer normalen Oberfräse alles angefräst, angefasst, um nachher alles gut verschweißen zu können. Jetzt wird der Tank noch gereinigt. Zuerst wird er mal eingelassen mit einem Geheimprodukt von Frosch. Und geschaut, ob die ganzen Sachen, was wir jetzt dicht gemacht haben, die Stoppeln oder Verschlüsse, die ehemaligen, dass das alles gut verschweißt ist. Schnell essen, damit wir weitermachen können. Zack, zack, zack. So, jetzt geht es dem großen Tank an den Kragen. Alles abmessen, so haben wir jetzt alles festgelegt. Und der wird jetzt so dann abgeschnitten. So, jetzt sind sie zersägt. Und jetzt wird alles zusammengeklebt. Jetzt werden alle Kanten geschrägt. Alle Kanten werden jetzt geschrägt. Das braucht man dann für die Verklebung, dass genug Platz da ist. So, alles reinigen. Der Wahnsinn, was da an Schmutz anfällt. Unglaublich. Ah, danke Barbara. Ich bin schon so müde. So schaut die Garage ohne Wassertanks aus. So haben wir alles auf die Seite gegeben, dass wir dann die neuen Tanks wieder einbauen können. Das wird wirklich schön. Ich freue mich. Das wird jetzt der Tank, der Deckel für da oben. Wird das wieder alles schön gerade gemacht. Da sind jetzt Schraubmuffen reingekommen mit Gewinde. Dass man auch immer wieder das wechseln kann, wann was sein sollte, was wir halt nie hoffen. Gut, jetzt haben wir die neuen Auslässe festgelegt. Das wird zum Befüllen von außen. Dann der ist für die Druckwasserbetankung. Der ist für die Entnahme von der Wasserpumpe dann ins Wohnmobil. Und der ist für die Entlüftung vom Tank, dass das auch zirkulieren kann. Und diese Fittinge, die werden da jetzt wieder ein Loch größer gemacht, dann da reingesteckt und dann reingeklebt. Und das wird mit allen so gemacht. Durch.
Jetzt wird's ernst, denn jetzt werden die Tanks zusammengeschweißt. Das ist jetzt die Unterseite und jetzt wird das angezeichnet. Da kommen noch kleine Sockel drauf, damit auch natürlich der Tank unten hinterlüftet ist. So, und das sind jetzt die Sockel. Damit alles schön hinterlüftet ist. So, jetzt messen wir uns dann noch aus die Tanks, also den langen Tank, wie das jetzt wird. Weil wir haben gesagt, das 193. So, kann ich da den Tank herstellen, das passt, und da haben wir jetzt 51, da machen wir jetzt 51, kannst du mir da, okay, zwischendurch haben wir jetzt noch den Schlauch von der Hebeanlage, der wird ja auch noch umgebaut, umgesetzt, damit es da näher zum Tank dann kommt. Und jetzt ist schon der Schluss dran, und zwar die Platte kommt jetzt noch drauf geschweißt und dann ist der Tank komplett. Die Tanks müssen vor dem Verschweißen auch niedergespannt werden, weil sich das SP-Material auch ein wenig verziehen kann. Hier sieht man schon, es ist einmal geschweißt. Das wird dann noch alles schön geputzt und geglättet. Das macht der Sebastian, nachdem es ausgekühlt ist. Hier wird das jetzt alles schön geglättet. Das ist wichtig, hat er mir gesagt, dass das nach dem Auskühlen passiert und nicht währenddessen. Ist wirklich interessant, wie sich das Material bearbeiten lassen kann. Das erinnert mich an meine Tischler- und Schreinerzeit. So, jetzt machen wir den ehemaligen Fäkaltank. Das wird jetzt der Grauwassertank. Und da müssen wir natürlich auch jetzt verschiedene Muffen wieder einbauen, damit die ganzen Ablässe und Bewässerung und Belüftung, Entlüftung, alles wieder so sein kann, wie es soll. Super ist das natürlich vor Ort. Die können sich das alles so zudrehen, wie sie es brauchen. Passgenau auf den Hundertstel Millimeter. Dieses Gerät ist auch interessant. Das ist eine Fräse. Aber da muss man echt auf seine Finger aufpassen, so wie das ausschaut. So, Endspurt, wir haben es fast geschafft. Das glaubt man gar nicht, wie viel Arbeit das macht, so Tanks zum Umbauen. Unglaublich. Jetzt kriegt der Frischwassertank bekommt jetzt noch auch so eine Steckhülle, damit man da auch das Wasser ablassen kann, wenn es sein sollte, müsste, wie auch immer. Jetzt ist der Tank fertig. Und jetzt ist er auf der Prüfstelle und jetzt wird er komplett mit Wasser befüllt und dann mit einem leichten Überdruck von 0,2 bar und dann sollte er nirgendwo tropfen. So, jetzt ist 8:30 am Abend. Das war ganz schön viel Arbeit bis jetzt und wir sind noch nicht fertig, die Tanks umbauen. Jetzt gibt es heute noch Pizzas, Bierchen. Genau, und wir schlafen heute. Und wir schlafen in der Halle, in der Werkstatt. In der Werkstatthalle.
Ja, einen schönen Abend noch. Prost. Prost, Barbara. Wir haben Glück, die Tanks sind dicht, alle zwei. Jetzt wird wieder alles ausgelassen, alles demontiert und bereit für den Einbau. Der Sebastian hat eine super Idee gehabt, und zwar den Tank dort, den großen, der kommt ja als erstes, und der kommt dann oben drauf gestellt. Und dass man da nicht irgendwas mit irgendwelchen Gurtenkonstruktionen machen muss, hat er die Idee gehabt, dass man so Kunststoffplatten auf den großen Tank drauf schweißt, das hält bombenfest, und zwei Kontraplatten dann auf die, also auf den Tank, und das wird dann verschraubt und dann hält das. Da braucht man dann nicht mit irgendwelchen Gurten was machen. Super Idee. Mal voll mit dem Rohr zwischendurch. Na, das passt schon. Ne? Also so schaut es dann aus, wenn das verschweißt wenn, ist. Wenn das verschweißt ist, sieht es dann genauso aus. Ja. Dann kannst du den ausbauen. Das ist eine super Idee. Weil wenn ich mir da andere anschaue, was sie da mit ihren Gurten immer machen, ja, das halt nie. Nie, wenn da Vollbremsung ist. Und so schauen die Tanks von hinten aus. Jetzt hat er den Tank aufgestellt, dass er das dann auch noch besser anheften kann. Die Tankhalterungen sind jetzt fertig, schon angeschraubt, und mal herausgeschaut, ob das alles passt. Und die sind jetzt verbunden, da kann nie wieder was passieren. Das hält bombenfest, auch auf der Seite. Also eine super Idee. Drum ist es besser, wenn man das vom Fachmann machen lässt. Es ist vollbracht. Die Tanks sind jetzt fertig. Überall auch schon die Anschlüsse, alles montiert. Ja, und jetzt geht's zum Einbau. Guck mal, ob deine Haut noch nicht vor muss. Ob so reicht jetzt von der Länge zum Reichen. So, jetzt müssen wir da, Moment. Also das ist jetzt die Entlüftung da. Das kannst du schon anschieben. So, da. Super. Das war's. Bisschen größer sind wir jetzt als der alte Tank. Aber ja, aber ein Zentimeter, also hier nach den Abdrücken von dem Winkel. Ja, aber das ist ja super, dann ist genau das, was ich, perfekt. Da hole ich den anderen Tank. Kannst du noch mal kurz ein bisschen anklopfen oder andrücken? Passt, ja. Super. So, und jetzt bin ich gespannt. Ja, ich auch. Ob sich das mit denen ausgeht oder ob man die nicht. Ja. Da halte ich ihn am Schlauch zu. Aber wahrscheinlich müssen die jetzt genau raus. Bei mir bin ich drinnen. Schaut super. Mega. Das ist dann der hier. Stell dich mal kurz auf, da ist er mir nämlich aus dem Weg. Ja, gehen wir rein, oder? Oh, das geht auch so. Wenn er einmal angesetzt ist. Ja, aber warum wollen wir dann die Arbeit machen und hab da eine Tür reingebaut? Ja. Wir tun jetzt alle Anschlüsse anschließen. Kasper, du die Federbandschelle bitte geben, die ist da hinten unter dem Wasserhahn.
Und es schaut sehr gut aus. Also ich bin sehr zufrieden. Ja, genau. Das Beste, was es gibt, Federbandschelle. Kann ich nur jedem wärmstens empfehlen. Schnell zum Montieren, Demontieren. Du kannst es in alle Richtungen drehen, wie du es brauchst. Und die gibt sich immer den Gegebenheiten an. So. Stecken. Der ist jetzt für die Entlüftung, der Schlauch. Wir haben zwei jetzt. Wenn wir so einen langen Tank haben, haben wir zwei Entlüftungen. So, und hält. Eine da und eine auf der anderen Seite diagonal. Damit es einfach besser ist von der Entlüftung, weil wenn der Tank so lang ist, dass wir nicht auf einer Seite das Wasser stauen können. Jetzt Grauwasser. Ein Kabel von denen brauche ich bitte, Barbara. Immer hier zum Glück alles aufgeschrieben. Hier auf einem steht Frischwasser, Fäkal, der braucht man nicht. Freshwater. So, und da kann ich auch immer meinem Publikum nur sagen, nehmt Vakuumklemmen. Vakuumklemmen sind das Beste. Frischwasser. Die sind ganz schnell und da macht sich das halt jetzt bezahlt, wenn man immer alles schaut, dass man überall dazu kommt, alles schön zugänglich macht. So. Schauen, ob es zieht. Ja, passt. So, und der grüne ist der schwarze von dem. Und dann ist der Sensor auch wieder angehängt und wir hoffen natürlich, dass das auch passt. Schön verlegen, das machen wir dann in einer ruhigen Minute. Und dann brauchen wir noch für den oberen Tank Grauwasser, das ist der. Den können wir jetzt auch hängen. Weiß ist weiß. Und ich kann euch nur eins empfehlen, von Sebastian. Kennt ihr euch einen Tank bauen lassen, wenn du was Gescheites brauchst. Der Mann hat Ahnung. Qualitativ hochwertige Arbeit. Schaut so aus, ja. So, auch angehängt, das gesagt, verlegen wir es dann noch schön. Und jetzt komme ich dann rauf, jetzt müssen wir den da oben anschließen. Da brauche ich das da. So, jetzt wird spannend. Ja. Jetzt wird wieder die Heizung zusammengebaut und da haben wir die Flüssigkeit drinnen. Genau. Jetzt müssen wir das. Läuft schon ein bisschen. Aber das ist alles durch die rosa-rote Brille. Halt mal das so in die Höhe bitte, Barbara. Ja. So, das ist einmal das Erste. Passt. Ein Fetzen drunter. So. So bitte halten. Und jetzt machen wir noch das da. Was soll ich halten? Du machst alles richtig so. Das passt. Gut. Jetzt mache ich das auf und dann brauche ich das Rohr, was du in der Hand hast. Moment. Schnell. So. Warte, das tun wir noch ein bisschen weiter nach vor. So, da auch. So, und jetzt gehen wir die ganzen Sicherheitssperren auch noch weg. Steht hier gerade mal das Schlauch hin, ne? Alles ist dicht. Das ist super. So, jetzt schließen wir den Tanker noch an. Jetzt machst du die Entlüftung, ne? Das ist jetzt die andere Tankentlüftung, weil wir haben jetzt dann zwei, diagonal. So, und jetzt komme ich überall schön hin, das ist ja auch super. Ja. Schauen wir mal, ob das hier verdrehen.
die Tankentnahme. Das ist der da mit dem Rückschlagventil. Ganz anders aus jetzt, gell? Na, ganz ja, anders. Super. Viel besser. So. Jetzt ist er wieder. Ah. Ja, festklemmen. Fertig. Jetzt haben wir das. Ja, weiß nicht, ob ich das nicht dann noch so irgendwie. Jetzt werden wir da auch fixieren dann noch. Dann haben wir jetzt die Befüllung. Da können wir auch abschneiden. Das machen wir so. Ja, 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 aber da habe ich wieder keine. Oh ja, habe ich da drüben liegen, die Barbara, bitte. Da liegen die, glaube ich, immer. So. Weil ich würde Die Stelle mit nach oben genommen? Ja, ja. Also. So, das heißt, ich muss das da mal abschneiden, weil ich würde den Schlauch dann auch da, dass er da nach hinten geht. Genau, da. Ah, den muss ich dann unten dann noch durch, unter dem Wasser. Alle Schläuche und Rohre sind jetzt angeschlossen und hier seht ihr die geklinte Wasseraufbereitung und Versorgungsanlage. Also Sebastian, danke, dass du die Tankstelle jetzt umgebaut hast. Ich bin echt zufrieden mit dem Ergebnis. Wir machen das Gespräch jetzt im Nachhinein und nicht im Vorhinein, weil da drinnen ist es sehr laut in der Halle, das glaubt man gar nicht, was da für ein Lärm den ganzen Tag ist mit dieser Fräsmaschine oder was das ist. Genau. Ne? Das ist schon ein hoher Lärmpegel. Ja, das möchte ich auch noch dazu sagen, vielleicht ganz wichtig, einige Sachen, die haben wir ja gar nicht gezeigt, weil, das ist geheim, diese ganzen Schweißtechnik und alles da, könnt ihr herkommen, müsst euch einen Tank kaufen, dann könnt ihr zuschauen, aber am Film sitzt das nicht. Genau. Gut, also du hast mal die Tanks jetzt da umgebaut, das ist ja auch total super, dass das überhaupt funktioniert genau. Mit dem Zeug. Genau, da sind wir relativ flexibel, wir können aus jedem Tank, sage ich mal, von jeder Form, umbauen, was auch im Möglichen ist, klar, irgendwo sind Grenzen gesetzt, ja, das ist ganz klar, aber sonst können wir aus jeder Form eine andere Form herstellen, genau. Na, ich finde es gut, ich finde es nachhaltig, weil wir jetzt aus bestehenden Tanks, die ja komplett neu geformt haben, genau. Die sind jetzt ganz anders. Genau, das ist halt, Nachhaltigkeit ist halt super bei den PE-Tanks, weil da musst du nicht immer neue kaufen und den Rest wegschmeißen. Mhm. Ist halt auch ein super Material, langlebig und du hast halt sehr lange was davon. Ja, und ich bin ja zu euch gekommen, weil ich die Tanks von euch habe. Da habe ich natürlich auch sehr viel vorher im Internet recherchiert und ich bin da eigentlich, finde ich, sehr gut aufgehoben bei euch. Da muss ich wirklich Danke sagen, dass das alles so passt. Und so wie es ausschaut, wirst du ja der nächste Chef, genau. Der 2.0. Genau, das wird die Firma in den nächsten Jahren komplett übernehmen. Ja. Ja. Super. So ist mal der Weg angedacht. Ja, und ihr baut ja in alle Größen. Also was ihr da drinnen gesehen habt, da gibt es ja Tanks, die sind 1200 Liter und noch viel also mehr. Ne? Bis 12, 13, 14.000 Liter. Bist du wahnsinnig. Machen wir. Danach sagen wir aber, wir könnten zwar noch weiter bauen, aber von der Größe her und von den Möglichkeiten, um Tank anzuheben, sagen wir bis maximal 15.000 Liter und dann machen wir erstmal Schluss. Und ist es jetzt da besser, wenn sich die Leute, wenn es jetzt wäre, es gibt ja mehrere, die sich jetzt, egal ob das ein größeres Wohnmobil, ein kleineres Wohnmobil, herkommen zu euch und euch das zeigen, erst bitte so könnten wir es machen oder genau. Was habt ihr für eine Idee? Also ich sage, vorbeikommen, Termin ausmachen, vorbeikommen, Aufmaß machen, drüber schwätzen, ist immer die beste Lösung. Da, man kann uns die Zeichnung schicken, dann bauen wir nach Zeichnung, aber oft ist es auch so, da hat der Kunde das ausgemessen, hat da was übersehen, ist der Tank zu groß, passt doch nicht. Also es macht immer Sinn, mit dem Auto herzukommen, darüber zu sprechen, was man sich vorstellt. Dann spricht man, guckt, ob das funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, nach einer anderen Lösung schauen, dass alles zufrieden ist. Das macht immer am meisten Sinn. Mhm. Weil dann mhm. kann man auch den meisten Platz ausnutzen, ja, weil wir haben noch mal ein anderes Auge drauf als der Kunde selber meistens. Und dann findet man endlich immer die optimale Lösung. Ja, weil ich selber oder als Kunde denkst du mir ja gar nicht, dass man Tanks in verschiedensten Variationen und Stufen bauen kann. Man denkt da ja, glaube ich, einfach. Genau.
Und das mal, ja, ja genau, und da siehst du, du sagst, das ist machbar, ist kein Problem. Was wirklich, das funktioniert so auch, also super. Genau. Also wie gesagt, das empfehle ich immer, nehmt euch die Zeit, kommt mit dem Fahrzeug her, wenn es die Möglichkeit gibt. Mhm. Dann kann man nämlich alles durchsprechen, angucken. Und da ist im Normalfall die beste Lösung. Mhm. Ja, super. Okay, dann sage ich Dankeschön. Bitteschön. Wir befüllen jetzt und schauen, ob alles dicht ist. Aber es schaut gut aus, weil die Druckbetankung, was wir am Vorabend gemacht haben, die war ja perfekt. Hat ja alles gepasst in der Früh. Und ja, jetzt freuen wir uns schon, wenn wir weiterfahren können mit den neuen Tanks. Und wir freuen uns auch, dass ihr zufrieden seid. Dankeschön. Bitteschön. Danke, dass ihr wieder zugeschaut habt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Daumen hoch. Abonnieren bitte nicht vergessen, auch weitersagen, dann können wir wachsen und beim nächsten Mal zeigen wir euch von Christian seine tolle Eigenkonstruktion, ein unglaubliches Fahrzeug, ein Saur. Also ich habe sowas noch nicht gesehen und er hat alles selbst gemacht. Teil 1 der Rundtour möchte ich euch dann nächstes Mal gerne zeigen.